Bist du scheiße, Connor? Ich bin freundlich zu meinen Teamkollegen, ne? Alter! Wenn du wüsstest, wovor ich dich gerade gerettet habe, Alter. Wovor wir dich hier gerade gerettet haben. Von dem schlimmsten Crash deiner Karriere. Boah, Alter. Da ist der echt mit dem Auto direkt über unsere Windschutzscheibe, direkt über unsere Motorhaube einfach mal gerollt. Da fuck, Alter. Das war so krass. Das ist das krasseste Rennen, was wir jemals hatten. Ich kann mit dem Auto hier auch nicht fahren. Also ist mir das eigentlich ziemlich egal, wenn wir jetzt hier... Da sind wir eben 9. und verkacken wir eben dieses Rennen. Aber Alter, war dieses Rennen krass. Ah, da fahre ich häufig gegen. Oh, das war unsere letzte Rückblende, kann es sein? Ja, jetzt müssen wir vorsichtig fahren. Aber wir kriegen, glaube ich, eh nicht mehr. Was ein Rennen, Alter. Barcelona ist die krasseste Strecke, glaube ich, gerade von allen. Alter Vater. Ja, da vorne ist das Ziel. Also, 9. Platz ist alles andere als gut, aber okay. Es ist, glaube ich, Nathan McCain wird uns gleich gezogen oder so. 9. Platz. 4 Minuten 51 und 98 Hundertstel. Wir sind Zweiter hinter Xilian. Die ist 3 Punkte vor uns, Fasel Mammut 6 Punkte hinter uns, dann Voss 11 und Nate McKinn 12. Und wir sind Platz 3, 8 Punkte vor Oakley und 14 Punkte hinter Raven West. Ja. So, Sieg ist Stefan Kopp. Kopsaru war im Rennevent, 1 von 1 einmal erfüllt, 400 XP und beende den Rennevent 3 Plätze höher als dein Stopp, das war 82 XP. So, perfekt, ich muss noch 6 Minuten aufnehmen, dann habe ich alles vorproduziert vom Grid Autosport und es ist noch ein Rennen, perfekt. Nächstes Event, GT Event 1, 4 von 4, ein Rennen. Bitte wieder mit dem Mercedes. Paris, Champs-Élysées, 3,7 Kilometer. Wieder mit dem Mercedes, mit dem Alfa Romeo konnte ich nicht fahren. Nein. Du bist im Moment auf Platz 2 der Fahrerwertung. Damit bist du auf einer richtig guten Position. Dann tun wir das Auto aber bitte. Um einen echten Vorsprung rauszufahren. So. Verändern wir das Auto. Differenz. Nein, das wollte ich nicht. Übersetzung. Ne, Kurvenverhaltung brauchen wir erstmal besser. Offen. Übersetzung, wir brauchen bessere Beschleunigung. Kurzes. Boden, nein. Bodenfreiheit. Okay. Dann gucken wir mal, wie sich unser Tuning. Wir werden jetzt Training machen sollen, egal. So. Hinter. Okay. Boah, Nathan McCain ist natürlich. Ach, das Scheiße. Ja, guck mal, wie die wegzieht. Wir haben unser Auto schon auf Beschleunigung getrimmt, ein bisschen. Ah, hier beschleunigt es jetzt gut. Auf Beschleunigung und Kurvenverhalten haben wir es gemacht. So, bisschen. Frau Philak, Alter, ist die beschissen oder so? Hier ist doch jemand neben dir. Dumme Schlampe. Nee, das Rennen können wir schon mal in die Klappe tauen. Alter, ist die dumm oder so? Die so mit S-Wort, SCH-Wort. Soll ich mich gleich vor die setzen? So. Hasch. SCH-Wort. Oder Tussi, sag ich jetzt einfach. Dumme Tusse. Ist ehrlich, niemand macht das. Guck doch einfach mal, du hast Seitenspiegel. Das nicht umsonst. Die sind nicht Deko. Oh, wir sind jetzt... Alter, willst du mich verarschen? Wie schnell bist du? So, haben wir jetzt die... Sagen wir mal, wow, wow, wow. Das könnte Crash geben. Okay. Hat aber nicht groß. Wow. Shit. Na, Lenkstange. Wow, Crash, Crash, Crash. Perfektes Reinkrash.
Ja! Boah. Das ist schon mit verbessertem Kurvenverhalten, Leute. So. Dan Voss und dann Nathan McCain oder Versailles Mammut da vorne. Oh, das hätten wir ihn fast noch mitgenommen. Ich werde jetzt einmal da vorne angreifen. Aber dass sie beim Angreifen nicht auch noch darauf achten können, dass sie verteidigen. Ich meine, es bringt ja nichts anzugreifen, weil man nicht gleichzeitig versucht, den Platz zu halten, auch noch. Also, nicht nach hinten zu fallen, so. So, der ist mittlerweile 6er, das heißt, wir sind 7er. No. So. Hier wirkt sich jetzt das Car-Tuning aus. Hier sind wir nämlich besser als er. Und jetzt Versailles Mammut. Der rammt uns erstmal in die Wand und hat uns damit ziemlich beschädigt, glaube ich. Wow. Danke fürs nicht rauffahren, Connor. Hat er gut gemacht. Wow. Die Autos fahren sich hier auf diesem Untergrund ganz anders. Wir sind schon wieder auf Asphalt. Gut, danke. So, wo ist der nächste McCain? Haben wir den schon? Ich weiß nicht. Sorry, sorry, Intel. Oh, Vanquish. Ja, das ist erstmal ein Vanquish, da sieht man am Kennzeichen. Boom. Oh Gott. Ah ne, ich dachte, er war gerade, Connor wäre, dachte ich, mit im Crash. So, jetzt haben wir nur noch Stefan Kobzaru vor uns. Lenkstangen beschädigt. Ach genau, hat er schon gesagt, deswegen sagt er es nicht mehr. Also jetzt gerade nicht, so. Gut, Armin dran. Dein Teamkollege ist irgendwo im Hauptfeld und du liegst 3 Sekunden vor ihm. Oh Junge, bist du scheiße oder so? Was bremst du so hart? Muss man doch ehrlich mal fragen. Spulst du noch langsamer zurück, bitte? Alter, wir werden keine zurückspulen. Wie Slow Motion gerade. Boah, hart. Dann wäre wahrscheinlich gerade der eine uns noch eingefahren. So, warum der da so hart abbremst, das verstehe ich beim besten Willen nicht. Nein, Theo. So, fahr doch mal. Mensch, so fährt man hier wie ich. Oh, da bin ich scheiße in die Kurve gefahren. So. Gut. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. So. Gut. Ah, wir sind der Erste. Wusste ich zwar irgendwie, aber so wirklich verarbeitet habe ich es gerade nicht. Dritte Runde sind wir. Gleich zu Ende. Erster, dann Theo Robert, Stefan Kopp, Saru. Die haben einen Riesenabstand. Mal wieder. Alter, wie schlecht kann man die Kurve nehmen? Dann Robert, Stefan Kopp, Saru und Conor Johnson. Und Alfonso Oliveira als Letzter. Und Connor Johnson ist 4., ja. Unser Teammate. Dein Teamkollege hat einen Crash und ist auf den 4. Platz zurückgekommen. Okay, nichts. Also nicht verloren, irgendwas. Und man sieht mal schön, wie häufig das ABS hier eingreift. Was da drunter ist, weiß ich nicht. Das müssten wir eigentlich. Haben wir das? Ich weiß nicht, ob wir das aktiviert haben. Und das TC weiß ich auch nicht, was das ist. Wäre mal nett, wenn ihr mir das erklären könntet. So, dann wird die Folge jetzt eben etwas länger, glaube ich. Schade ja nicht jetzt so. Wo ich jetzt sowieso wieder vorproduziere. Und da sind wir im Ziel. Vorproduktion ist zu Ende. Raumschiff König der Schrauber.
Ach, weil wir was verändert haben und damit gewonnen. 4 Minuten 54 zu 182.000. Perfekt, aber da haben wir gut nochmal Punkte. Oh, wir sind jetzt, glaube ich, insgesamt komplett 1. Ja, da. Das Schrauben hat es gebracht. So, erster sind wir, dann Xiliang ist 9. Für seinen Mammut 20 Punkte hinter uns. Xiliang ist 2. mit 9. Für seinen Mammut 3. mit 20 Punkten hinter uns. Und Nathan McCain ist 5. mit 28 Punkten hinter uns. Und unser Teammate Connor Johnson auf dem 9. Platz mit 34 Punkten hinter uns. Ein Punkt Abstand auf Anton Olsson. Anton Olsson und 2 Punkte vor Alfonso Oliveira. So, wir sind erster, 3 Punkte vor Monster Energy Racing. Das ist natürlich sehr knapp. Bei einem Punktstand von 89 zu 92. Aber wir haben es geschafft. Aber das Chaos-Rennen. Nee, das war nicht das Chaos-Rennen, das hatten wir ja davor. Besiege beide Fahrer von Razer Motorsport in einem Rennevent, 600 XP. Besiege Stefan Kobzaru in einem Rennevent, 400 XP. Beende ein Rennevent 3 Plätze höher als deine Startposition, 82 XP. Fahre in einem Rennevent die Schnellrunde, 800 XP. Und fahre in einem Rennevent eine Runde lang. Führe in einem Rennevent eine Runde, 800 XP. Es gibt schön nochmal XP. Boah, 10.440. So viel hatten wir noch nie für ein Event bekommen. Und schon Ende der Saison 7. Natürlich okay, jetzt nach den Endurance. Das ist jetzt krass. Du wirst nicht gefordert. Außerdem verdienst du nicht das, was du verdienen könntest. Oh. Erhöhe die Schwierigkeit, dann bla bla bla. Belohnungen und lukrativere Angebote. Ja, aber wenn ich auf sehr schwer stelle, dann sind die wahrscheinlich viel zu gut. Und ich meine, wir müssen ja manchmal hier schon hart kämpfen. Mal sehen. Ja, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare. Und denkt dran, falls jemand das... Ich weiß nicht, ob ich schon geschrieben habe. Falls jemand die Montage machen will, also die Crash-Montage hier, wäre auf jeden Fall super nice, wenn ihr eine Crash-Montage aus dem Let's Play machen würdet. Einfach mal in die Kommentare posten. Wäre super geil, ich würde es hochladen und euch erwähnen natürlich und euch promoten. Gut, ja. Teamziele. Werde in der Fahrermeisterschaft mindestens 6. 8.300 EP, aber natürlich mit gamerfreier Musik, bitte. Und Teambonus, 5.850 EP, werde in der Teammeisterschaft mindestens 5. Freischalt, Slam Society Supercar Liga. So, Fanatec Pro GT Open, Trophäe haben wir als erster. Oh, gut, Saison war das. So, da, das haben wir fast durch schon. Street haben wir 180.000 Punkte. Und das nächste ist dann Endurance mit 38.900. Weil wir haben immer Street suchtig, einfach mal voll.